Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Team of the Season Predictions. Heute geht es weiter und zwar mit der nächsten Top-Liga und zwar mit der Liga BBVA, a.k.a. der Liga Santander, a.k.a. der Primera División, also der spanischen Liga. Die Liga von Messi, Cristiano, Neymar, Suarez und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir da interessante und vor allem hochbewertete Spieler im Team of the Season. Dementsprechend habt ihr euch diese Liga auch gewünscht als nächste und natürlich folge ich da eurem Wunsch und nehme die heute dran. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch drüber freuen. Ich rutsche hier schon runter, damit ihr mich komplett sehen könnt. Videobeschreibung auschecken, Links zur IGVault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points und PSN und Microsoft Guthaben gerade fürs Pack öffnen in der Beschreibung bei IGVault mit 6% Rabatt. Bitte kommt aus Gaming TV, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich brauche gleich mein Handy, um da ein bisschen genauer reinzugehen, aber ihr könnt natürlich auch gerne bei meinem Merchandise Store vorbeischauen, 3D Supply. Oder selbstverständlich bei meinen Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. So, wir gehen einmal kurz auf meine Excel-Datei, die ich extra fachmännisch angelegt habe. Ich kann euch aber sagen, wir werden hohe Ratings haben. Nicht vergessen, es ist wieder nur meine individuelle Meinung. Ihr könnt gerne andere Meinung haben, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Aber es sei ja nicht, dass das Team of the Season wird, was in die Packs kommt. Ich sage nur, es ist mein persönliches Liga-Team of the Season. Das sollte man ganz klar dazu sagen. So, fangen wir an. Und zwar, im Kasten habe ich mir ausgesucht... Eigentlich Jan Oblak, der hat aber so wenig gespielt, deswegen Sergio Rico, ne, von Sevilla. Ist ein sehr guter Keeper in meinen Augen, vielleicht der beste Nachwuchskeeper, den Spanien so hat. Die haben viele gute Keeper, ja, die haben beispielsweise immer noch einen Casillas, den man nicht vergessen hat. Die haben einen De Gea, die haben Massenjo, die haben halt auch einen Sergio Rico und der ist in meinen Augen ziemlich, ziemlich gut. Arrizabalaga von Bilbao ist auch ein sehr gutes Nachwuchstalent, aber Rico ist momentan bei Sevilla schon extrem stark und dementsprechend habe ich ihn ins Team of the Season reingenommen. Ob es wirklich werden wird, weiß ich nicht, könnte theoretisch sogar ein Ter Stegen oder ein Navas werden, werden sehen. Defensive, jetzt wird es ein bisschen fachmännischer, weil da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Also das Ding ist, ich mag Ter Stegen und ich mag Navas beide und deswegen konnte ich sie beide nicht reinnehmen. Oblak hat so wenig gespielt, weil er noch verletzt war, auch wenn der in meinen Augen am ehesten es verdient hätte, weil er die besten Leistungen gebracht hat und die konstantesten vor allem. Marcelo und Alba auf den Außenpositionen. Brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Marcelo hat eine unglaubliche Saison gespielt. Alba spielt auch sehr, sehr gut, definitiv. Barca hat keinen richtigen Rechtsverteidiger. Carvajal ist schon im Most Consistent drin gewesen, deswegen nehmen wir den hier nicht mit rein. Ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass es beispielsweise ein Spieler wird wie Juan Fran wieder oder beispielsweise Mariano oder irgendwie sowas. Aber in meinen Augen hatte es einfach Jordi Alba auch verdient, weil Barca ja auch eine gute Saison gespielt hat und dementsprechend zwei Linksverteidiger. Innenverteidigung dann einmal Sergio Ramos und Godin. Ramos, weil sie Meister werden, ja. Und Godin, weil Godin jedes Jahr krass spielt, ja. Atletico hat ja seine Probleme Anfang des Jahres gehabt, aber gerade Godin hat dann so ein bisschen dazu beigetragen, dass er wieder verbessert hat. Offensiv nicht so stark wie letzten Jahre, nicht so viele Buden gemacht, aber immer noch einer der besten Verteidiger der Welt. Und gerade auch im Stellungsspiel und Antizipieren absolut genial. Dementsprechend eher neben Sergio Ramos, der auch eine starke Saison gespielt hat. Eine rote Karte gesehen gegen Barcelona, die war aber auch... Ja, unnötig in der Situation, ist richtig, aber ansonsten sehr, sehr stark und bei Real wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach Meister wird, wenn sie nicht gegen Malaga verlieren, sehe ich den definitiv verdient im Team of the Season. Mittelfeld, da wird es dann interessant, denn ich habe da mir Modric und Kroos hingestellt. Das ist aber das große Problem, ich glaube, da kommen ganz, ganz viele hin. Ich habe Modric und Kroos genommen, weil ich die beide sehr gut finde, beide sehr mag und beide eine gute Saison spielen. Aber auch ein Rakitic spielt keine schlechte Saison, ja. Iniesta könnte man theoretisch nehmen. Man könnte so viele Spieler nehmen. Also wirklich Saul beispielsweise auch von Atletico. Das Ding ist, ich nehme halt die Top-Spieler. Und Real wird Meister. Und weil ich nur Platz für zwei Mittelfeldspieler habe, nehme ich diese beiden. Da kann man aber auch so viele andere hinstellen, weil so viele gut gespielt haben. Und natürlich ist es hier wieder beim Liga-Team of the Season so, dass man vor allem den Fokus legen muss. Anders als in der Bundesliga beispielsweise auf Real, Barca und Atletico. Das ist halt einfach in dieser Liga so. Und dementsprechend diese beiden da. Und dann kommen wir zu den Außenspielern. Und da haben wir schon das erste Ding, weil das sind eigentlich keine klassischen Außen. Messi und Ronaldo sind für mich auf den Außenbahnen beheimatet, weil ich wieder 4-4-2 mache. Und weil meine Stürmerposition besetzt ist. Ich glaube, Messi und Ronaldo braucht man gar nicht so wirklich rechtfertigen. Die sprechen für sich mit ihren Stats, mit ihren Leistungen, mit ihren Titeln und allem. Und ja, wenn die nicht dabei wären, wäre es ein Witz. Das Ding ist, es gibt noch andere, die klasse gespielt haben. Ein Carrasco beispielsweise verdient es auch, aber da sind wir schon wieder bei Atletico. Das Ding ist, man kann so schwer sagen, dass andere auch krass gespielt haben, weil die halt alles übertrumpfen. Und deswegen mal schauen, wer noch so dazukommt. Im Sturm beispielsweise hat eigentlich ein Iago Aspas verdient. Wäre auch persönlich drin, aber ich weiß, ich würde doch Barrikaden nehmen, wenn ich Griezmann nicht reinnehme. Griezmann hat in meinen Augen keine gute Saison gespielt, also keine überragende Saison gespielt. In meinen Augen nicht so stark wie Aspas, nicht so wichtig gewesen fürs Team. Natürlich, ja doch, im Endeffekt genauso wichtig fürs Team, aber wenn man bedenkt, was für ein kleines Team Celta ist und wie stark Aspas gespielt hat, auch in der Euroleague,
der muss ins Team of the Season, zumindest auf der Bank. Griezmann aber auch und Suarez sowieso. Ja, Suarez brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und damit haben wir dann schon wieder in der Offensive so viele Topspieler, dass es schwer wird, für die Kleinen da irgendwie noch reinzurutschen. Auch ein Jovetic nach seinem Wechsel klasse gespielt bei Sevilla, wird aber nicht reinkommen, hat nicht genug geleistet. Dazu hast du beispielsweise von Villarreal vielleicht ein Bakambu wieder, auch wenn da diese Saison nicht so überragend war. Es gibt viele, die es verdient hätten eventuell und ich bin gespannt, wer es im Endeffekt werden wird. Aber ich denke mal, das sind Spieler, die ich hier aufgelistet habe, die definitiv alle einen bekommen sollten oder es zumindest verdient hätten. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein, lasst mir mal in die Kommentare eure persönliche Top 11 für die La Liga, für die Primera División. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, nerv ich euch gar nicht länger, sondern beende hier das Video. Checkt die Links in der Beschreibung aus, gerade IT wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr fürs Packs öffnen mich ein bisschen unterstützt. Das wäre klasse und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann. Macht's gut, haut rein und ciao.